Hi Leute, das ist Sanu hier. Monster Hunter Wilds ist eins der Games, wo ich am meisten drauf warte. Ich bin Fan des Franchises, leider erst seit Monster Hunter World. Und auf der Gamescom hatte ich die Chance, Monster Hunter Wilds anzutesten. Ich persönlich bin Schwert und Schild Main. Schwert und Schild ist mein absoluter Liebling. Danach kommt bei mir die Morph-Axt. Falls ihr es vielleicht noch nicht wisst, ihr könnt in Monster Hunter Wilds könnt ihr zwei Waffen tragen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr zwei Lieblinge habt, könnt ihr zwei mitnehmen und zwischen denen immer hin und her wechseln. Was richtig nice ist, das habe ich auf der Gamescom erst gar nicht gerafft. Also ich wusste, dass es geht, aber ich hatte gar nicht gerafft, wie das Ganze funktioniert. Deswegen habe ich die meiste Zeit mit Schwert und Schild geprügelt, was auch nicht schlimm war. Das ist voll in Ordnung. Aber ich wollte euch so ein paar Sachen erzählen, die halt mir aufgefallen sind und die drin sind, die richtig nice sind. Was es zum Beispiel Besonderes gibt, ist, dass es nun eine Unterwasserwelt gibt, die man erkunden kann. Man kann schwimmen, man kann tauchen und unter Wasser halt looten und sich bewegen. Ich bin mal gespannt, ob es Unterwasserkämpfe gibt. Ich weiß von einigen Monster Hunter Freaks, die schon länger dabei sind, dass es das wohl mal gab. Eventuell kommt es ja mit Wilds zurück. Wissen wir im Moment noch nicht. Alle Rüstungen können jetzt von jedem Geschlecht getragen werden. Nettes kleines Gimmick, wenn man das möchte, weil manche weiblichen Rüstungen, wenn man mit einem weiblichen Charakter spielt, die sehen nicht ganz so geil aus, wenn man da das männliche Pendant dazu anziehen kann. Sehr, sehr nice für Leute, die da Bock drauf haben. So, die Zweitwaffe, die hatten wir angesprochen, die kann man halt, wie gesagt, ausrüsten und das kann man auch natürlich auf dem Rücken seines Reittiers machen. Die gesamte Karte ist nun eine große Open World mit nahtlosem Übergang von Hub-Bereichen zur Erkundung. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Ne? Also nicht mehr spezielle abgegrenzte Bereiche. Das ist mir auf der Gamescom auch sehr, sehr geil aufgefallen. Wenn du die Map aufgemacht hast, hat sie dich fast erschlagen. Das war sehr, sehr cool. Der Fokusmodus, der ermöglicht präzises Zielen in die Richtung, in die man schaut. Ich habe tatsächlich keinen großen Vorteil gesehen, wenn man jetzt ohne Fokusmodus spielt oder mit Fokusmodus. Mit Fokusmodus sieht man noch entsprechende Schwachstellen, die man am Gegner gemacht hat, wenn man dem Gegner spezielle Wunden zugefügt hat. Dann kann man an diesen Wunden im Fokusmodus kann man eine spezielle Fokusattacke machen. Wie gesagt, also Stand jetzt, bei dem, was ich gespielt habe, würde ich sagen, warum aus dem Fokusmodus rausgehen? Der Fokusmodus war sehr, sehr geil, zumal man auch damit deutlich besser bestimmte Parts an dem Monster direkt anvisieren kann und attackieren kann. Was natürlich sehr, sehr geil ist, besonders wenn es um den Schwanz geht zum Beispiel oder wenn man ein bestimmtes Teil brechen muss oder so. Deswegen, also ich sehe da nur Vorteile im Fokusmodus. Der Fokusmodus hebt Schwachstellen und verletzte Körperteile, wie eben angesprochen, von Gegnern für Bonusschaden hervor. Und die Fokusangriffe sind Spezialattacken. Die SOS-Fackeln, die man kennt, ne, wenn man andere Spieler rufen möchte, die gehen auch im Offline-Modus jetzt und dann kommen NPCs und helfen einem aus. Was sehr, sehr cool ist, wenn man keinen Bock auf Multiplayer hat. Zufällige Wetterereignisse, ne, wie Sandstürme und Gewitter, die habe ich auch gesehen, die beeinflussen auch das Verhalten der Monster und die Kartenstruktur. Was auch sehr, sehr cool ist, du hast jetzt ein tragbares Lager. Du musst nach der Jagd nicht mehr zurück in die Basis. Das heißt, du kannst dein Lager an bestimmten Plätzen, während du in der Open World unterwegs bist, einfach aufschlagen und kannst dann dort, wie gesagt, Waffen wechseln, deine Ressourcen wieder auffüllen und etc. pp. Was ist sehr, sehr cool. Dabei muss man aber achten, dass das Lager von Monstern zerstört werden kann, auch wenn du dich darin befindest. Einige von den größeren Monstern, die können in Herden umherziehen. Wir hatten es in der Gamescom-Demo zum Beispiel, dass wir eine Monsterherde hatten mit einem Alpha-Tier. Und mussten das Alpha-Tier von den anderen Monstern separieren und haben die dann schön weggelockt und mit Dung haben wir die verscheucht, ein paar von denen, und so konnten wir uns vollkommen auf das Alpha-Tier konzentrieren, was sehr, sehr coole Dynamik mit sich brachte. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, dass im späteren Verlauf, je nachdem, wenn das Monster abhaut, kann es sein, dass es wieder auf seine Herde trifft und ihr das Ganze nochmal machen müsst, weil gegen drei oder vier Monster zu kämpfen, ist schon mal was ganz anderes als gegen eins. Das Spiel, viele wissen es wahrscheinlich, für alle, die es nicht wissen, Monster Hunter Wilds wird Crossplay bieten, was sehr, sehr geil ist. Also egal, ob ihr auf der Xbox spielt, auf der PS5 oder auf dem PC, ihr könnt miteinander spielen. Crossplay ist da. Was nicht zum Start verfügbar sein wird, ist Cross-Save. Also quasi, wenn ihr auf der PS5 spielt mit eurem Account,
dass ihr dann rübergeht auf den PC und dort mit deinem Account weiterspielt. Was ich sehr, sehr schade finde. Bin gespannt, wie lange sie brauchen, um das nachzuliefern. Und die Gruppen lösen sich nach Abschluss einer Quest nicht auf, sondern alle bleiben auf derselben Karte, auf derselben Open World, was ich auch sehr, sehr geil finde. Das heißt, man hat deutlich weniger Downtime, ne? Ihr kennt das ja. Ihr habt eine Hand, auf die ihr geht und ein Monster und dann macht ihr das Blatt und danach wird ihr alle wieder zurückgeportet hin und her und so. Jetzt kann man schön nacheinander alles durchrasseln und kann ein Monster nach dem anderen machen. Quest-spezifisch, ne? Also nicht so wie hier World on Rise, wo man zwar auf der Map rumlaufen konnte und auch andere Monster fangen konnte und bekämpfen konnte. Hier ist es dann doch ein bisschen anders, dass man wirklich richtige Quests dann in der Open World nahtlos einfach annehmen kann und machen kann. Zwischensequenzen, die können im Mehrspielermodus übersprungen werden. Was ich auch sagen muss zu der Performance, wir haben, so wie es ausschaut, haben wir auf der PS5 gespielt. Ich hatte einen PS5-Controller in der Hand und optisch und FPS-technisch war das Ganze noch relativ unausgereift, würde ich sagen. Man hat gesehen, dass die Auflösung wirklich dynamisch war, je nachdem, wo man sich befunden hat und wie viel los war auf dem Monitor. Hat man gesehen, dass die Auflösung, ne, wirklich mal geswitcht ist. Aber dann auch stellenweise bei keinen Konstanten, also 60 FPS waren es auf keinen Fall. Es war definitiv darunter. Ich denke, das wird wahrscheinlich ein so ein dynamisches System gewesen sein. Vielleicht 40 FPS plus, 30, 40, wie bei Dragon's Dogma zum Beispiel, ne? Auch Capcom-Titel. Und ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall nachlegen für die Konsole. Sonst steht für mich auf jeden Fall fest, dass ich die PC-Version holen werde. Allein wegen den 60 FPS, das ist einfach, besonders in Monster Hunter, ist es absolut Gold wert. Das mit 30 FPS echt ein schwieriges Thema. Ich hoffe, dass sie da die Balance wahren und mehrere Modi anbieten können, je nachdem, worauf man Bock hat, ne? Ja, und das waren so meine Eindrücke und die Sachen, die mir aufgefallen sind. Sagt mir mal gerne, ob ihr das Game angespielt habt. Wie sehr ihr euch drauf freut, lasst mir gerne Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich sage bis zum nächsten Monster Hunter Video. Macht's gut.